gelandet in München und bin auch schon in mein Zimmer eingecheckt. Ich bin im Hilton, ja, das Flughafenhotel. Hier habe ich vor Jahren mal übernachtet, weil ich glaube auch nach New York oder L.A. musste. Das war jetzt echt ein Krampf, irgendwie herzukommen. Also Flugmove. Man sieht überhaupt nichts. Ja, war zwar alles echt Bombe, aber ich kam hier im Hotel nicht klar. Ich wusste doch nicht, wo der Eingang ist und hat mir ein junger Mann geholfen. Erstmal chillen, was essen, Leute. Habe ich erzählt, warum ich hier bin? Ich bin hier mit Shiseido. Wir treffen uns alle hier in München und fliegen dann von München aus weiter nach New York. Darüber freue ich mich. Und ja, mit Shiseido. Und es gibt einen Special Guest, der noch nicht bekannt ist. Aber ich denke, bis das Video online ist, ist es eh raus. Ich glaube, es ist schon raus. Naja, auf jeden Fall, wir treffen Anne Hathaway. Was ziemlich cool ist. Ja. Ich freue mich auf jeden Fall, wieder ein bisschen rauszukommen. Still figuring out, wie ich diese Videos machen möchte. Ich habe zwar einen Plan, aber naja. Das war jetzt immer. Dann geht's morgen wieder weiter. Jetzt überlege ich, was ich esse. Bestelle ich was, gehe ich mir bei Subway essen, weil ich kann mich hier im Flughafengebäude noch bewegen. Ein Subway gibt es. Ja, vielleicht chill ich hier draußen mal so ein bisschen rum. Oder ich bestelle mir was hoch. Das weiß ich noch nicht. That's that. Das ist ja mein Aufgabekoffer und das ist mein, dann Handgepäck. Und das sind die Snacks, die ich mitgenommen habe für den Flieger. Auf jeden Fall Desinfektionsmittel am Start, immer Kaugummi. Und dann hier so Reiswaffeln, diese Hirsestangen, hier aus dieser Kinderabteilung, liebe ich ja. Ein paar Kekse, Salzstangen, nur ich habe mich ready gemacht. Fürs Bett. Es ist noch ein bisschen früh, aber ich bin schon echt müde. Knirschfang ist auch schon drin. Wir haben das volle Programm, was habe ich meine. Vielleicht gucke ich noch ein bisschen einen Film zu Ende. Gucke einen mit Johnny Depp. Liberty oder so. Ja, ich habe den Titel nicht ganz im Kopf. Ja, ansonsten passiert ja nichts mehr. Ich gehe jetzt schlafen. Good night. Das Wasser von der Thermoskanne ist kalt. Und ich so, ich guck mal, ob es heiß genug ist, weil ich hatte das letzte Mal, als ich nach München fliegen musste, hatte ich in so einem Lokal mir einen Tee bestellt. Und danach ging es mir so dreckig und ich dachte noch so, die Oberfläche ist recht schaumig und das Wasser ist auch nicht heiß. Und ich glaube, so Teebeutel, die müssen, also ich glaube, hinten steht sogar für ein sicheres Lebensmittel kochendes Wasser oder so, keine Ahnung. Ich trinke eigentlich auch keine Teebeutel mehr, aber ja. Und ich habe gesagt, bitte nur ein Brötchen und eine Scheibe Käse. Ich bin eine Person und ich bin so ein schlechter Esser und das wird alles weggeschmissen. Das ist immer so schade, obwohl ich es aufgeschrieben habe. Das letzte Hotel, in dem ich war, die haben wirklich immer eine Scheibe Käse draufgelegt. Und ich so, oh mein Gott, das ist ja richtig gut. Hamburg, Hamburg war es. Jeden Morgen, wenn ich es aufgeschrieben habe, ja, naja, okay. Okay, wir sind im Flieger. Wir sind ready. Da sind wir ready. Ja, ich würde sagen, Wiesn geht los. Wir sind ready. Ich weiß nicht, wie man es öffnet. Thank you. Leute! Zimmernummer. Bro. Ich glaube, ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Man musste das so eintippen. So ein Display.
2908. That's it. Hello. Oh, ich sehe schon vor. So nämlich. Okay. In New York angekommen. Leute, fertig bin ich. Ich bin jetzt 24 Stunden wach. Nice. Boah, krass, ich bin ja echt weit oben. Hammer. Also wenn das keine Aussicht ist, weiß ich auch nicht. Broadway, liebe Leute, 29. Stock. Das kann sich doch sehen lassen. Wow. Empire State Building. Crazy times. Guck mal, wie süß. Hier habe ich hier ein Paketchen von Shiseido. Oh, ich liebe sowas. Customized mit meinem Namen. Das ist so, so cool und so schön. Wow. Eye Mask. Oh mein Gott. Und ich hatte noch online geguckt, ob ich mir Eye Mask kaufen soll für die Reise jetzt, für den Flug zum Beispiel. Hab's dann doch irgendwie vergessen. Und jetzt habe ich welche. Wow. Can't wait. Es ist so luxuriös einfach. Fanta Lemon. Links? Links? Ah, oh, nee, doch nicht. Ja, die nehme ich. Garlic. Also ich nehme safe ein Stück Margarita. Wir sind in New York, während alle die City genießen, Rosen, Mandy und ich, in einem fucking Pet Shop. Katzenbuch. Echte? Die haben hier wirklich echte Katzen. Ich bin schockiert. If you wanna help and adopt, here's a QR code. Hallo Bärchi. Hallo Schweinefresse, wie geht's dir, ja, mein Schatz? Hallo. Oh. Wir sind zurück. Oh, ich bin einfach so fertig, ich kann nicht mehr klar denken, ich kann auch nicht mehr laufen. Ich habe im Pet Shop für Lastik noch dieses T-Shirt hier gekauft. Das ist eigentlich für Hunde, aber er ist ja recht groß. Und ich denke, das ist ganz cute. Mal gucken. Vielleicht nimmt der es ja an. Und so teuer war es nicht. Deswegen dachte ich, das kommt jetzt mit. Ansonsten wünsche ich euch allen jetzt eine gute Nacht. Danke, ist keine Ahnung. Bei uns ist jetzt 9 Uhr abends. Ich muss zusehen, dass ich ins Bett komme. Good night. It's 6 in the morning. And my feel is still amazing. Wow. It's so quiet. Es ist einfach so suspekt, dass man hier diese Pillen kaufen kann. Total verrückt. Pain Reliever. Karten fand ich in Amerika schon immer toll. Ich glaube, die haben hier irgendwo auch Kiss Whimper. Oh. Auf geht es zur Reise! Ich freue mich voll. Der Laden war aber noch so zu für 20 Minuten. Dann no just way! Saying, ja! Nein! Wir haben 48! Okay. Leute! The Germans are here! Yeah. Im Ulta angekommen. Absolut Make-up Heaven. Und ich so, ja, ich will nur gucken, jetzt bin ich total überfordert, weil ich nicht weiß, was ich möchte und überhaupt brauche. Oh Gott, wir haben hier Colourpop, total cool, NYX, Morphe,
crazy. Und natürlich die klassischen High-End-Brands. Amazing. Wahnsinn. Check. Our first brunch with Shiseido und mit zwei mit dem International Team. Menzi ist in the house. I'm sweaty Betty. Und wir sind bei Jack's wife, Rhea. Let's see. Yeah, I'm so excited that you guys are here. You're having like the quintessential New York brunch. This is sort of like a New York Fashion Week brunch hotspot. For me, the Mediterranean, the eggs like scrambled and very dry, like crusty, crispy. Okay, mein erstes Mal bei Glossier. Ja, ziemlich coole Sachen, um ehrlich zu sein. Zu Hause weiß ich immer, was ich will. Und wenn ich dann vor Ort bin, ich habe keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht mehr, was ich hier will. Warum ich hier bin. Ich weiß auch nicht. Ich bin schon überfordert. Solar Paint. Naja, let's see. Diesen Cloud Paint fand ich ganz gut. Das ist ein Blush. Das finde ich ganz süß. Hier haben wir auf jeden Fall ein paar Bronzer. Hier Lidschatten spricht mich nicht so an. Aber hier so Complexion finde ich eigentlich ziemlich nice. Mandy hat mir die Cronuts empfohlen. Und heute Rhabarber Mascarpone, oder? Rhabarber Mascarpone. Let's try. Mmm. Ist gut. Wirkt ein bisschen wie ein Berliner Ball. Krapfen, wie nennst du? Wie nennt ihr das in Berlin? Berliner Ball? Wir sagen Pfannkuchen. Pfannkuchen? Die Berliner sagen Pfannkuchen. Aber als Croissant. Und wie bist du auf die gekommen? Cronut, das war vor 10 Jahren ja gehypt ohne Ende. Vor 10 Jahren? Ja, bis okay, late to the party. Da stand ich hier in New York an für Stunden. Es war wirklich, es war Katastrophe. Harder to get than a Birkin bag. Und? Gut, oder? Nervennahrung, die ich brauchte. Pity. Pity. Cheers. Oh. Ich hab Gänsehaut bekommen. Also, das ist mein Dress for tonight. Christopher S. Und Schuhe dazu geholt, damit die zu meiner Tasche passen. Ich sehe gerade, die haben so eine Frau. Das habe ich gar nicht gesehen. Voll nice. Weißt du halt auch Bescheid. Willst du dich auch mal zeigen? Ihr müsst euch Mandy angucken. Oh, dein! Das ist unsere Mandy. I'm your date for tonight. Sieht so sick aus. Komm her. So sick. Ich habe keine Schuhe an, jetzt bin ich noch kleiner. You can I trust now? Hey. Wir sind auf dem Shiseido-Event und wissen noch nicht, was passiert. Ich glaube, Anne Hathaway kommt. Ja, aber wenn, dann nur kurz. Ja, wenn über 15 Minuten max. Ja, same. Konbanwa and good evening. Welcome you to join the brunch Shiseido Vital Perfection event. It feels like the start of something really cool. The longer you live, the more that becomes clear. So, with privilege comes responsibility. The responsibility to live in ways that nourish you and make you happy. To be generous with yourself and with others. Can I choose? Yeah, yeah, I would like to. Sure. Thank you.
Good morning aus New York. Gestern habe ich mich nicht mehr gemeldet, weil es war super viel Action, es war das Event. Aber mein Handy wurde geklaut. Yeah. Und was machen wir jetzt? Wir gehen jetzt zur Polizei, weil ich habe mein Handy getrackt. Es ist in Brooklyn, im tiefsten Brooklyn. Total krass. Und wir schauen jetzt mal, ob die mit uns mit Blaulicht dahin fahren. Mein Handy holen. Ja, Mann, das mein war, Leben, es, mein es Leben ist da. War so schnell. Wir haben es nicht mal mitbekommen. Es ist so freaking scary. Ich fülle gerade mal schon ihren Report aus. Familiale Daten haben, so sieht das aus. Und es ist sehr hell broke. Das ist so krass. Ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall us in a police station. Leute, guckt euch mal die ganzen Sachen an. Das ist alles lustig. Ich meine, ich kenne es von früher halt noch so, aber es ist einfach crazy. Es ist einfach so crazy. Alles gut? Passt wie angekommen. Tell me who can I trust now? Ich kann mich. Dreh dich mal einmal. Ich hab mich schwick. Yeah. Who can I trust now? Hey. Lately I've been on the go. Stew is home away from home. In a teed up on my own. Load up the beep. Turn in my zone. I feel alive today. Don't fuck up my vibe today. Don't come at me stirring my pot. You might get erased from the plot and end up on the plot of them grass blades. They be throwing me.